Vielleicht sollten wir hier oben schon ruhen. Nur für den Fall, dass er hier noch eine Armee hat. Wir sind ja hier quasi im Krieg. Wir könnten ihm natürlich jetzt schon... Ah, das wäre so schön. Der hat hier seine gesamte Armee hier unten. Oder hier. Ja, er braucht wahrscheinlich 2 Runden, dann ist er da. Und dann sind wir weg vom Fenster. So, ich sehe hier halt nichts, ne? Was müssen wir denn da machen? Monsterjagd. Plündert die folgende Region. Ah, der Turm von Krak. Müssen wir hier drin in der Region einfach nur plündern? Das wäre ja einfach. Das wäre ja sehr einfach. Dann bleib du mal hier, Knut. Nur für den Fall, dass wir hier nochmal umdrehen. Okay. Na, wenn er jetzt nicht schon hochkommt. Wahrscheinlich brauchen wir ihm gar nichts kaputt machen, der kommt von alleine. Ist das hier Gebiet Turm von Krak, wäre das? Aber das hilft alles nichts. Wir sind jetzt hier. Kasid Bord Karak sind wir. Und da wären wir schon im Turm. Dann geht's ja vielleicht doch, wenn wir jetzt hierher gehen. Aber was wir jetzt erst machen. Nein, jetzt bin ich wieder marschiert, ich Dödel. Ah. Ja. Oh, Mist. Ah, nächste Runde. Das ist halt blöd, ne? Wenn man dann schon marschieren drin hat. Und obwohl man noch gar nicht so weit gegangen ist, kann man es trotzdem nicht mehr rausnehmen. Das ist echt etwas schade. Oh, der Rothörnerstamm ist ausgelöscht worden. Ja, dem weine ich nichts nach. Wir müssen hier auf alle Fälle erstmal ein Lager aufschlagen. Dann machen wir ein Plünderlager. Und vielleicht wird dann dieses Event ausgelöst. Ich hoffe nur, wir werden wieder vollzählig in der Zwischenzeit, bis er hier oben ist. Ich dachte, wir müssen hier irgendwie gegen Monster kämpfen oder so, damit wir die fangen. Nicht plündern. Ah, da wäre ich schon viel früher hier rüber gelaufen, Mensch. Plündert die folgende Region. Schatzkammer 1500. Monsterjagd. Der Wetter um den... Was? Das Wetter um den Turm von Krak ist noch unwirtlicher als zunächst erwartet. Diese ungewöhnlich harschen Bedingungen machen es den meisten Lebewesen unmöglich, sich lange dort aufzuhalten. Die Tundra ist wie ausgestorben. Möglicherweise ein Hinweis darauf, dass Frigustrex sich in der Nähe aufhält und alle anderen Raubtiere vertrieben hat. Die Gegend muss weiter erkundet werden, doch um euch länger hier aufzuhalten, benötigt ihr die Hilfe jener, die mit solchen Witterungsbedingungen vertraut sind. Wer soll euch bei dieser Aufgabe beistehen? Eistrolle oder Barbarenjäger? Natürlich die Eistrolle. Eistrollen mangelt es zwar an Intelligenz, sie halten extreme Kälte jedoch weit besser aus als die meisten Kreaturen und können eisige Wüsten unbeschadet durchqueren. Rekrutiert sie in eure Armee und beauftragt sie damit, diese Länder im Zuge der Jagd auszukundschaften. Rekrutiert die folgende Art von Einheit. Jetzt brauchen wir die Eistrolle. Einfach nur rekrutieren, dann geht das jetzt quasi die Quest noch weiter. Können wir das vielleicht hier drüben machen? Wenn wir uns hier drüben einen Eistroll holen, der kostet 219, das ist okay. Den leisten wir uns jetzt einfach mal. 2 Runden dauert das. Und dann müsst ihr weitergehen. Während dieser Zeit werden wir hier uns ins Feindgebiet wagen und werden ihm mal ordentlich was weglooten. Embarking! 447.
und wir halten unsere Heldeneinheiten hier einmal bereit. Ah, ich wollte ja eigentlich auch noch hier hoch die beiden Ruinen wieder bevölkern. Da sind wir jetzt bei plus 2, plus 4. Können wir irgendwo was bauen? Wir haben 6000. Nee, das sparen wir uns aktuell. Nächste Runde. Wir können uns auf alle Fälle schon mal drauf gefasst machen, dass der jetzt kommt. Wahrscheinlich mit zwei Armeen. Ja, da ist er auch schon. Oh, da hat er nur eine. Wag der Grünhalte, ja. Und wieder mal Großherden. Gierig nach Kampf. Rekrutierungskosten minus 20% für Barbaren-Infanterie. Ah, jetzt sitzt der hier drinnen. Wenn wir den jetzt ordentlich schwächen, ne? Das wäre natürlich super. Der hat halt nichts. Der hat Bierhandkämpfer, hat er. Oh, die sind alle schon recht fortgeschritten. Und Mörser. Aber wenn wir ihn jetzt ein bisschen zermürben. Wenn er uns jetzt hier angreift, dann bekommt er auf keinen Fall die Unterstützung von der Festung. Aber wir können ihm jetzt schon ein bisschen Dampf machen. 17, Stufe 17, 55%, 40, 38 und 57. Knut, probier es. Ah, Knut ist gescheitert. Jawohl. Schön. Und dann demoralisieren wir die immer mehr. Und vielleicht können wir dann in zwei, drei Runden seine Armee hier vernichten. Da sind auch nochmal die Tiermenschen. Mal schauen, ob uns die verstehen. Und ob die was mit uns anfangen wollen. Wenigstens vielleicht genau einen Lichtangriffspakt. Perfekt. Mehr geht aber nicht. Dann halten wir uns die schon mal vom Leib und vielleicht machen die hier ein bisschen Stuck. Ich hoffe, ich wage mich hier nicht wieder zu weit vor. Da müssen wir wieder alles komplett von vorne anfangen. Wenn uns der niederschmettert, der ist halt sehr stark. Und er geht hier nicht weg. Ich verstehe das nicht, was er mit dem Lager macht. Ständig. Aufgabe erfolgreich. Ihr fragt euch gerade, ob ihr die Spur des Frostwurms verloren habt. Da legt sich auf unerklärliche Weise das extreme Wetter rund um den Turm von Krak. Wie ihr erfahrt, ist das schlechte Wetter plötzlich in der Region von Zeuschenk aufgetaucht, einem kislevitischen Gebiet im Süden. Das kann kein Zufall sein. Ihr müsst euch ins Land der Trolle begeben. Zeuschenk, einen beliebigen Charakter. Das sollte relativ einfach sein. Wir haben hier noch Schwert des Torgald. Ah, da müssen wir hier nach Bretonia. Das ist ja... Nee. Da haben wir momentan andere Probleme. Hier müssen wir her. Und da müssen wir was machen. Einfach nur hier bewegen. Da sind wir ja schon. Da können wir ja jetzt hier mit Slip hier rüber gehen. Ja, das war jetzt nicht so schwer. Da können wir sogar wieder zurückgehen. Zeuschenk wird von einem schweren Schneesturm geplagt. Einem solchen Sturm, wie er euch vom Turm von Krak bekannt ist. Die Kundschafter teilen euch mit, dass weiter vorn ein drachenähnlicher Schatten gesichtet wurde, der sich direkt ins Herz des Sturmes bewegte, wo das Wetter am schlimmsten ist. Dabei kann es sich nur um den Abkömmling der Keltenlehre handeln. Es gibt einen Weg, diese Jagd erfolgreich abzuschließen. Ihr müsst dem Monster geradewegs ins Auge des Sturms folgen. Die Zeit ist gekommen, die legendäre Bestie im Namen der Götter zu besiegen. Gewinnt die folgende Schlacht, uralte Frostwürmschuppe. Ich dachte, wir bekommen da ein Monster. Müssen wir die jetzt gleich schlagen? Ah, da ist das. Kann ich da irgendwie... Where's my next quarry? Wir müssen auf alle Fälle noch warten. Die Frage ist, sollen wir uns zuerst hier um die Armee hier kümmern? Armee blockieren? Nö.
Gebäude beschädigen. Der Chaos. Der kann auch nichts machen. Aber der kann hier das Wachstum modifizieren. Und er kann die Winde wehen lassen. Na gut. Nächste Runde. Auf alle Fälle haben wir jetzt den Spot, wo wir uns der Schlacht stellen müssen. Und die Frage ist, ist das nur dieses eine Monster oder kommt da noch ein riesiger Anhang mit dazu? Kann natürlich auch sein. Das gilt es dann herauszufinden. Wir werden wahrscheinlich zuerst jetzt hier die Monsterschlacht. Was macht er denn? Die Monsterschlacht machen. Nordland ist ausgelöscht. Die waren doch auch hier oben irgendwo. Hier anscheinend. Von Hochland. I guide the tribe. Kann immer nur Armee blockieren. Kein Attentat. Twisted Thorns. We roar chaos. So, eine Runde haben wir noch. Wir haben 12.000 aktuell und wir haben einen Fähigkeitspunkt. Hat er das einfach hier? Der hat jetzt hier durch herumstehen. Hat er einen Fähigkeitspunkt bekommen. Sehr schön. Bluttrinker. Ah, da werden dann andere Sachen gesperrt. Okay. Eieiei. Nahkampfangriff, Angriffsbonus. Da würde ich ja fast eher Führerschaft nehmen. Aber wir nehmen hier zuerst die Sachen für die Armee. Auf alle Fälle. Marschierer wäre auch nicht schlecht. Machen wir zuerst Marschierer und dann hier die Armee. Da bin ich jetzt mal gespannt, was das wird. Okay, macht er hier eine neue Armee oder hat er die verloren? Knut der Blutjäger hat Wachstum plus 30 öffentliche Ordnung plus 1 bekommen. Was ist da unten los? Not likely. So, Hex. Did you say something? Der kann hier nicht, der ist einfach wahrscheinlich zu gut. Und wir können nicht gegen eine volle Armee in einer Siedlung angehen. Das funktioniert leider nicht. Gut, also wir sind hier voll aufgeladen. Alles ist im Lot, das passt alles. Dann schauen wir uns mal die Quest an. Done and done. Okay, also wir haben hier Frigustrex, Abköppling der Keltenlehre. Wir haben hier Eistrolle, 4 Stück. Und wir haben 2x Frostwürm. Huiuiui, es sind jetzt nicht viel, aber wir sind noch leicht im Vorteil. Oh, wir können Banner verteilen. Rüstungsdurchdringender Schaden plus 10, das machen wir natürlich auf unserem Kommandanten. Und Geschwindigkeit plus 15 machen wir auf hier irgendwie so eine Kavallerie oder so. Okay. Los geht's. Ein gefährlicher, blutrünstiger Frostwurm ist ein wahrlich gutes Opfer für die Götter und keiner ist gefährlicher und blutrünstiger als Frigustrex. Da bin ich gespannt. Wobei das jetzt auch immer noch ein Monster der Stufe 1 ist. Das ist ja das erste, was wir gefunden haben. Frigustrex ist zum Abschlachten bereit, mein Herr. Das Wetter in diesen Gefilden ist harsch und wird durch die Anwesenheit des Monsters verschlimmert.
Ihr müsst dem Sturm trotzen und doch vorsichtig vorgehen. Entschließt ihr euch zum Angriff auf die Kreatur, werden die extremen Witterungsbedingungen eure Krieger verlangsamen. Jetzt sehe ich es erst, wir haben ja das oberfette Mammut. Wer macht denn hier eine Kampfansage? Das ist ja richtig cool hier. Wie kann er denn da oben kämpfen? Na schön. Gut, also, was haben wir denn hier? Wir müssen unsere Armeen wieder organisieren. Und hier schneit es wie die Sau. Also, wir haben hier in der Mitte unseren Anführer, dann die Champions natürlich wieder an der Seite. Die halten wir mal etwas kompakter. Dann, wir schauen mal, die sind eigentlich gegen alle gut. Das ist schon mal sehr schön. Dann, unsere ist auch gegen alle gut. Die Speerträger sind gegen alle gut, außer die fliegenden Einheiten. Das heißt, die positionieren wir mal außen irgendwo. Tadö. Dann hier haben wir die Speerwerfer, die wir vorne positionieren. Die machen gegen keinen richtig Schaden. Die können wir wahrscheinlich vergessen. Dann Manticore sind auch nur gegen die Bodeneinheiten gut. Dann machen wir ein Manticore hier rüber. Hier rüber. Einen hier rüber. Dann die Eiswölfe sind überhaupt nicht gut. Die ist die Nahhut. Die frisst alles auf, was so flüchtet. Dann die Bestie von Tashnar. Die können wir mit hier in die Mitte nehmen. Machen wir vielleicht ein bisschen außen. Und die Nebelschleicher. Die können wir auch außen machen. Dann nehmen wir die in die Zange, wenn das funktioniert. Vier Krieger sind auch sehr gut. Wir haben ja lauter gute Einheiten, sehe ich gerade. Mensch. Ja. Von meiner Seite sind wir soweit. Fertig. Dann geht's mal los. Erschlagt die legendäre Bestie. Der Frostwurm verlangsamt alle Einheiten auf der Karte. Der Frostwurm kann mehrere schwächende Schneestürme auf dem Schlachtfeld auslösen. Weicht ihnen aus. Oh Gott, da müssen wir auch noch aufpassen. Oh, schlagt Frigutrex nieder, ehe der Schneesturm eure Armee. Das heißt, wir müssen angreifen. Wir müssen vorwärts laufen. So, ihr geht mal hier rüber. Dann du gehst auch hier rüber. Ja. Schauen wir mal. Oh, der kommt ja schon. Dann, ihr bleibt nämlich jetzt gleich mal stehen. Oh Gott, wir sind aber auch schon sehr langsam hier. Bleibt ihr mal stehen hier. Du auch hier. Oh Gott, bleib da. Wo läufst du denn hin? Ja, ja, viel zu schnell. So, Moment. Haben wir hier schon Reichweite? Wir haben doch schon Reichweite, ne? Das heißt, ihr bleibt erstmal stopp stehen und greift hier die an, wenn das geht. Oh nein, ihr fällt uns in den Rücken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die sind aber auch furchtbar langsam jetzt, unsere Leute. Heieieiei. Können wir denn da hinten? Nö, da können wir nichts machen. Wo ist denn unsere zweite Einheit, die ich hier weggeschickt habe? Hier ist die. Die können wir auch nicht gegen die schicken. Die sind ja... Eieiei. Ne? Gar nichts. Also die hier hinten. Ach, da hinten, das ist der Drache. Ich dachte, das wäre der... Hä? Das wäre der hervorne. Das ist nur ein normaler Frostwurm. Ah, okay. Na gut. Dann greift ihr hier mal an. Da sind wir ja gut aufgestellt, würde ich sagen. Hier auch nochmal. Ich denke mal, das klappt ganz gut. So, auf alle Fälle müssen wir unseren
Kommandanten. Oh, der kann noch nicht zaubern. Können wir jetzt die vielleicht ein bisschen in die Zange nehmen hier? Dass wir hier ein bisschen so herumgehen. Huh! Heieieiei! So, wir können was ausführen. Und zwar können wir Wind ausführen. Das machen wir hier komplett schön durch. Durch die Reihen. Und wir müssen uns auf alle Fälle jetzt um den Chef hier selber kümmern. Das muss doch klappen hier. Das muss doch gehen, Mensch. Greift die von hinten an. Dann ihr greift auch von hinten an. Dann ihr auch. Alle von hinten. Oh Gott, der ist komplett. Der ist komplett weg. Der kann sich auch den hier schnappen. Ja, und du? Du gehst. Eieiei, du kannst ja auch wieder nichts. Na gut. Aber gegen die fliehenden Einheiten sollte das kein Problem sein. Was? Feindliche Unterstützung? Was ist denn das jetzt? Nein, jetzt bekommt der auch noch Unterstützung. Das, mit dem habe ich natürlich nicht gerechnet. Eieiei. Mann, 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 Mann. Wo ist unser Anführer? Oh, der ist ja schon fast tot. Was denn los mit dir? Wieso, wieso? Wir müssen alle unsere Einheiten müssen wir auf den schicken und unseren Chef hier mal ein bisschen aus der Schusslinie bringen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist da denn los? Bekommt von zwei Seiten jetzt. Na klar, das ist so klar. Mann, 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 Mann. Der Wulfric ist aber auch. Oh, da ist ein Schneesturm. Dem müssen wir gleich entgehen hier. Irgendwie. Kann denn unser Wulfric, der muss doch irgendwie zaubern können. Unerschütterlich jetzt zum Beispiel. Ne? Unerschütterlich auf, keine Ahnung. Auf wen können wir denn da zaubern? Wer hat es denn notwendig? Es muss einer irgendwo hier im Gefecht sein. Machen wir mal die. Und wir haben noch Führerschaft. Jawohl, nehmen wir auch noch mit. Wie der hier durch sabbelt, Mensch. Jetzt hör doch auf. Okay, wir müssen die hier wieder zurückbringen. Oh Gott, oh Gott. Heieieiei. Wo ist unser Mann hier? Er ist tot. Der Wurm ist tot. Und jetzt alle nach vorne. Aber sowas von schnell. Da ist er schon tot. Und da kommt nochmal Verstärkung. Mann, 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 Mann. Können wir da noch ein bisschen für Verwirrung stiften, sorgen? Können wir, der fliegt hier rum, den kann ich gar nicht angreifen. Das ist ja blöd. Da fliehen die Einheiten. Das ist natürlich sehr blöd hier. Dann bringen wir mal unsere Schützen hier rüber. Aber ich denke, das war's, oder? Oder kommt hier noch jemand? Da haben wir auch noch welche. Heute Krieger fliehen, sagt er. Und wer schreit hier so? Hm.
Eieiei. Oh, die fliegen. Das ist gut. Das ist sehr schön. Ich hasse das, wenn sich das so aufteilt. Ganz furchtbar. Sehr schön. Die nehmen den jetzt ein. Ganz gut. Ich denke, das war's, oder? Das haben wir gewonnen. Huh. Die Verstärkung, die hat uns jetzt aber nochmal ordentlich zugesetzt. Ja, das war's. Hallo, Kev zockt. Den Schwaben geht's gut. Wobei, wenn du mit den Schwaben den Winterzahn meinst, dann muss ich dir leider sagen, dass die nicht mehr in der Geschichte vorkommen. Die wurden ausgetilgt.